Das ist das Radio Luzern Wochenendmagazin mit den besten Tipps für Sie. Starten Sie mit Radio Luzern jetzt noch besser ins Wochenende und vor allem informierter. Zurzeit steht die Kulturbranche aufgrund der Coronavirus-Pandemie vor schwierigen Herausforderungen. Sommerfestivals finden nicht statt, Konzerte sind abgesagt oder verschoben worden. Mit dem Niemerkund-Festival vom Samstag, 25. Juli, wird ein solidarischer Beitrag an den Zentralschweizer Kulturplatz geleistet. Das geht so. Mit dem Kauf von einem Niemerkund-Ticket unterstützen Sie das Projekt Kulturkalender 2.0. Machen Sie mit und verschaffen Sie im Zentralschweizer Kulturplatz die Sichtbarkeit, die ihm zusteht. Das Programm und weitere Informationen gibt es unter www.niemerkund.ch. Entdecken Sie die Welt von Eskimo-Heimtextilien im Fabrikladenshop in Turbental, Zürich oder im neuen Onlineshop www.heimtextil-turbental.ch. Und profitieren Sie von den günstigen Preisen. Die Marke Eskimo steht seit 1854 für Heimtextilien von höchster Qualität. Geschäftsführerin Janet Campolo, welche Produkte kann man bei Ihnen kaufen? Wir haben eine ganz grosse Vorhangabteilung. Dann haben wir Duvets von Naturhaft, über Daunen, Sommerduvets. Dann natürlich dürfen wir die berühmte Eskimo-Decke nicht vergessen, von Kuscheldecke. Auch jetzt die Sommerdecke, die Körbchen, die man jetzt braucht in der warmen Jahreszeit. Dann natürlich sehr viel Tischwäsche, Küsse. Alles so ein Herz begehrt für die Wohnung schöner machen. Sie haben jetzt auch ganz neuen Online-Shop. Was kann man dort alles kaufen? Ja, wir haben den Online-Shop ganz neu gestaltet und man kann von Duvet über Bettwäsche, über ganz wenig Vorhang, unsere berühmten Decken, die man sicher findet im Online-Shop, auch Tischwäsche und Accessoire. Frau Campolo, Sie reden oft von dieser bekannten Decke. Was ist das genau für eine Decke? Ja, das ist eine sehr, sehr bekannte Decke, und zwar die Körkli, die Sommerdecke, wo wir jetzt wirklich sehr, sehr viel suchen. Wo jetzt in der warmen Jahreszeit ist die so viel luftdurchlässig und 100% Baumwolle und das wird sie schön kühlen. Besuchen auch Sie jetzt den neuen Onlineshop www.heimtextil-turbental.ch. Lust auf ein spezielles Konzert? Die Berner Chaos-Truppe gibt am Samstag, 25. Juli, ein Open-Air-Konzert im Garten vom Treibhaus Luzern. Start ist am 5. Die Chaos-Truppe ist ein geniales Schweizer Hip-Hop-Kollektiv aus Bern, das aus 15 Personen besteht. Die Chaos-Gruppe versteht sich als linkssozialistisches Kollektiv. Die Songs sind abwechslungsreich gestaltet und integrieren verschiedene Rap-Stile miteinander. Auch die Beats passen sich im jeweiligen Stil an. Die Texte sind überwiegend sozialkritisch gehalten, dabei ihre Grundaussagen vor allem zynisch und ironisch. Und auch neigen sie ihre Texte zu hip-hop-typischen Übertreibungen vom eigenen Luxus, wo sie dann aber auch mit einer Umverteilung im marxistischen Sinn verbindet. Tickets gibt es unter www.treibhausluzern.ch. Dank der Erfahrung von über 40 Jahren und einer konsequenten Qualitätspolitik ist Trigi Tresorbau AG in Art der verlässliche Spezialist für Tresor, Panzer und Kassenschränke. Für Industrie, Handel und Privatpersonen ein Vertrauenspartner von der Massenanfertigung über die Lieferung bis zu der fachmännischen Montage in der ganzen Schweiz. Aber wie geht man am besten vor, wenn jemand einen Tresor braucht oder eine Beratung dafür? Es gibt doch spezielle Klassifikationen. Der Clemens Vetrella, Inhaber von der Rigi Tresorbau AG, meint dazu. Also es gibt sogenannte Euronormen, die definieren eigentlich den Sicherheitsgrad von einem Tresor. Die gehen den Tresor jetzt von 1 bis 6. Eine Euronorm 2 bis 3, das ist normal. Das ist sehr gut für einen privaten Haushalt. Der Einbruchschutz definiert sich eigentlich über den Versicherungsschutz. Wenn man jetzt einer sagt, ich habe 100'000 Bargeld, dann sagt man in der Regel, dass man muss einen Euro 3 Schrank haben. Es gibt klar definierte Regeln, aber es hat leider, muss ich sagen, jede Versicherung ein bisschen ihre eigene Vorschrift. Aber wir haben sämtliche Schränke nach Euronorm getestet mit dem Prüfzertifikat und wir können alle Bedürfnisse abdecken. Wenn ich mich jetzt entschließe, einen Tresor zu kaufen, will ich nächste Woche in die Ferien gehen, wie schnell habe ich den Tresor bei mir? Also wir haben immer ein gewisses Lager. Also wir können dann, wenn jetzt du sagst, du willst einen Tresor sofort, dann bringen wir dir den sofort. Dort sind wir extrem flexibel. Mehr Infos gibt es unter www.rigi-tresorbau.ch. Luzern ist vom Wasser geprägt.
in seiner frühesten Zeit als Fischerdorf, dann als Handelsort und heute als weltbekannte Tourismusdestination. Wasser als Nahrungsquelle, sicherer Transportweg als Antriebskraft oder Erholungsraum. Bei der Themenführung Brunnentratsch und Wassergeschichte vom 25. Juli am 4. wird einem Duft vom See gefolgt, erzählt, was städtische Brunnen mit Facebook verbindet, wo Bier gebraut wird und aufzeigt, wie hoch die Reuss 1910 beim Jahrhunderthochwasser gestanden ist. Tauchen Sie ein in die Wasserstadt Luzern. Tickets gibt es bei Luzern Tourismus unter der Nummer 041 227 17 17. Frische regionale Milchprodukte aus der Käshütte Meiers Kappel. Herr Schneider, Sie sind Inhaber und Betriebsleiter von der Käshütte Meiers Kappel. 1981 haben Sie gemeinsam mit Ihrer Frau Silvia die Käshütte übernommen und zu einem Highlight in Sachen Milchverarbeitung ausgebaut. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was für feine Produkte aus dieser guten Milch entstehen? Ja, wir machen aus dieser feinen Milch aus unserer Region hier, machen wir Joghurt, Quark, Milch. Und aus der Büffelmilch machen wir dann natürlich Büffeljoghurt und vor allem Büffelmozzarella. Aus all diesen Produkten gibt es sicher ein Renner. Ein Produkt, das den Kunden am besten schmeckt. Welches ist das? Das ist über das ganze Jahr hinein gesehen ganz klar unsere Früchtenquark. Die sehr, wirklich sehr feine Früchtenquark. Und im Sommer ist es natürlich dann der Büffelmozzarella. Die Käshütte Meierskappel liegt nicht gerade für jeden Kunden am Weg. Wo kann man denn Ihre Produkte sonst noch kaufen? Unsere Produkte kann man bei den Grossverteilern natürlich beziehen, Migros und Coop. Migros Zentralschweiz, Coop Zentralschweiz Zürich. Und da sind etwa rund 300 Detailisten im Raum Luzern, Zug, Zürich, die auch unsere Produkte führen. Vor allem sehr viele Sparfilialen haben diese Produkte. Und auch ausgewählt gute Käsegeschäfte, Bäckereien. Also man kann sie an sehr vielen Orten kaufen. Mir ist aufgefallen, dass viele von Ihren Produkten nicht aus Kuh, sondern aus Büffelmilch bestehen. Büffel ist doch kein heimisches Tier. Müssen Sie die Milch aus den USA importieren? Nein, natürlich ganz und gar nicht. Ein Nachbar von uns hat vor etwa 10 Jahren auf Büffelhaltung umgestellt. Und wir haben dann angefangen, die Büffelmilch zu verarbeiten. Zuerst zu Joghurt, dann zu Mozzarella. Und mittlerweile sind bereits 3 Milchlieferanten, die uns Milch bringen. Und die sind alle aus unserer Region. Und was auch nicht zu sagen ist, Büffelmilch wird biologisch produziert. Also es sind biozertifizierte Milchwirtschaftsbetriebe. Und wir sind dann auch als Verarbeiter biozertifiziert. Mehr Infos zu den feinen Produkten gibt es unter www.käse-hütte.ch. Und jetzt noch etwas für Kinder. Am Sonntag, 26. Juli um 2:45 können Kinder von 6 bis 12 Jahren ohne Begleitung von Erwachsenen im Historischen Museum Luzern als Drachenforscher den Glücksdrachen und andere Fabelwesen im Museum jagen. Spannung pur. Als Tipp: Mit einem Kinderpass für 20 Franken pro Jahr haben Kinder freien Eintritt zu fast allen Kinderveranstaltungen im Historischen Museum und im Naturmuseum. Mehr Infos gibt es unter www.historischesmuseum.lu.ch. Radio Luzern wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Mit Radio Luzern starten Sie besser ins Wochenende. Endlich Weekend!